Hallo, liebe Freunde der Dr. Joseph Murphy Akademie. Hier ist wieder euer Thomas. Wer war eigentlich Dr. Joseph Murphy? Ich habe mal einige wichtige Sachen zusammengestellt und habe sie hier auf dieser Seite jetzt hier verewigt. Ich glaube, ihr seid alle des Lesens mächtig und deswegen bin ich jetzt einen Moment mal still, damit ihr das lesen könnt, was ich hier zusammengetragen habe. Mich hat an der Story von Dr. Joseph Murphy wirklich gefallen, dass er eine bösartige Hautkrankheit hatte, wo die Ärzte ihm nicht weiterhelfen konnten, aber er dann dennoch durch sein Gebet und die Macht seines Unterbewusstseins halt eben diese Krankheit loslassen konnte. Und sehr oft bei mir in der Praxis höre und sehe ich Menschen, die durch die Macht des Unterbewusstseins wirklich ihre Krankheit auch loslassen können. Wenn sie das gefunden haben, was der Auslöser war. Denn alles, jeder Gedanke, den wir denken, bleibt ja in uns. Ich habe dazu mal ein kleines Bild noch als zweites fertig gemacht, um deutlich mal zu zeigen, was ich glaube, wie das Ganze zusammenhängt. Wir fangen hier hinten an bei den Erfahrungen. Wir haben auf einmal die Gene, die wir mitbekommen haben von unseren Eltern, ganz klar. Dann haben wir etwas übernommen, auch wahrscheinlich von unseren Eltern oder aber vom Lehrer oder von anderen Erziehungspersonen. Also die Übernahme, wir haben, was wir übernommen haben. Und dann halt eben das, die Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Wir haben ja selbst auch Erfahrungen gemacht und die uns wiederum geprägt haben. Jeder Gedanke, den wir denken, prägt uns. Und halt eben hier haben wir auch erlebt, meinetwegen, dass wir auf die harte Herdplatte gefasst haben, dass es positive Sachen gibt und dass es negative Sachen gibt. Und hier jetzt in diesem Trichter wird es halt eben entschieden, welchen Gedankengang ich weitergehe. Sehe ich nur das Dunkle in meiner Welt, bin ich davon überzeugt, dass es überall nur Spitzbuben gibt, glaube ich, dass die Welt ungerecht ist, dass ich immer zu kurz komme, glaube ich, dass ich halt eben benachteiligt bin, dann gehe ich hier rein in die etwas negativen Gefühle und wenn ich ein negatives Gefühl habe, wird automatisch natürlich mein Handeln nicht so positiv sein und weil mein Handeln nicht so positiv ist, wird automatisch mein Ergebnis nicht so positiv und vielleicht stelle ich mir vor, dass ich hier in Ketten liege. Es geht aber genau auch andersrum, dass ich mich konzentriere und meinen Fokus auf das Positive lenke. Es heißt nicht, dass ich die rosarote Brille aufhabe, sondern dass ich auch das Positive sehe. Alles, was uns passiert, hat zwei Seiten. Und ich persönlich entscheide, ob ich jetzt die dunkle Seite oder die helle Seite sehe. Also es wird hier entschieden und wenn ich mich entschieden habe, die helle Seite davon zu sehen, habe ich natürlich ein positives Gefühl und das Handeln wird auch positiv laufen und wahrscheinlich wird das Ergebnis dann auch positiv sein und ich kann dann halt eben auch mein Leben genießen und fühle mich als Teil des Ganzen. Ich mache nämlich immer wieder eine Erfahrung. Wenn ich in Unternehmen bin und Beratungen mache, dann spüre ich immer sofort, wie ist denn der Geist oben? Wie ist der Fisch am Kopf sozusagen? Wenn der Fisch am Kopf stinkt, dann stinkt das ganze Unternehmen. Etwas hart ausgedrückt. Aber ich merke immer wieder in einer Firma, wenn der Geist hier oben nicht stimmt, dann stimmt doch die Energie nicht, dann stimmt die Bewegung nicht und dann stimmt doch die Materie nicht. Andersherum, wenn oben der Geist positiv ist, dann stimmt das,
Und dann stimmt die Materie unten auch das sichtbare Ergebnis, sei es das Kraftfahrzeug, sei es das Konto oder. Das wird hier unten, wird das halt eben immer wieder deutlich gemacht. Hier oben ist die Entscheidung, wie es hier unten läuft. Und die große Frage ist immer wieder, ob in einem Unternehmen oder halt eben bei uns Menschen, wer bin ich überhaupt und was will ich denn überhaupt? Nämlich, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich mir auch leichter für mich herausfinden, was ich wirklich will. So, das war ein kleiner Auszug aus dem lebensbejahenden Selbstmanagement. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas. Macht's gut.